Hallo meine Pokéfreunde und Pokénetten zur mittlerweile 40. Folge von Pokémon Blau. In diesem Video werden wir nicht nur den 8. Arena-Letter machen, sondern, das ist so ein kleines Tutorial, kann man auch ansehen, werden wir heute Missingno begegnen und damit unsere Items vermehrfachen. Ich werde euch das zeigen, und zwar müsst ihr als erstes das 6. Item, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6. Item ist das Item, was wir vervielfachen wollen. In meinem Fall jetzt erstmal den Meisterball, weil das ist am sinnvollsten, finde ich. Was ihr dann tun müsst, ihr müsst mit diesem alten Mann hier reden und dann müsst ihr auf Nein gehen, wenn er euch das, damit er euch das zeigt, wie man Pokémon fängt. So, das macht er jetzt eben, zeigt euch, wie er Pokémon fängt. Bla bla. Was ihr danach machen müsst, ihr braucht auf jeden Fall Fliegen und Surfer und ihr müsst zur Zinnober-Insel schon mal gewesen sein, um diesen Glitch auszuführen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das leider noch nicht machen. Ja, ohne ihn zu schwächen, kann es auch fangen. Super. Sieben schlau. Yay. So, und danach fliegen wir mit unserem Taubers zur Zinnoberinsel. Zinnoberinsel. Und nun werden wir hier, genau hier am Rand surfen. An dem Punkt hier, wo wir gerade jetzt surfen, sind wir zum Teil noch in der Stadt, wegen nur einem Sprite sind wir doch teilweise in der Stadt, aber teilweise auf der Route. Und unser Sprite wurde vorhin ersetzt durch den alten Mann. Und das Spiel ist dann irgendwie für Glitch oder so, ich kann es nicht genau erklären, aber ich versuche es so teilweise zu erklären. Das jetzt, keine Ahnung, was jetzt kommen soll für Pokémon. Deshalb kommt jetzt nämlich ein Missingno. Manchmal, im seltenen Fall, kann auch ein anderes Pokémon kommen, wie zum Beispiel Ponita oder so. Aber normalerweise kommt eigentlich Missingno. Kann wenig dauern. Okay, komm, das muss jetzt sein. Missingno. Da haben wir's. Okay. Denn im Falle kann da auch Level 100 irgendwas sein, ja. Das ist jetzt gerade Level 0, das X blub, Klammer M blub. Das ist Missingno. Ich würde euch raten, das nicht zu fangen, weil das könnte sehr schlimme Dinge mit eurem Spiel dann tun. Jo. So, können wir wieder Land. Und dann könnt ihr sehen, euer Meisterball in meinem Fall wurde vervielfacht. Das hat jetzt so eine komische Anzahl dort. Aber es weiß nicht genau, wie viel das jetzt ist, aber es ist sehr viel. Komm, ein paar mehr. Komm, wir schmeißen mal hier so 5 weg. Was haben wir dann? 4 Stück. Okay, warte, was ist denn, wenn wir jetzt. Nein, nicht benutzen, sondern was ist, wenn ich jetzt eigentlich auf Müll gehe? Und dann schmeiße ich alles weg. Hier, alles wegschmeißen. Was denn? Habe ich dann auch immer noch was? Nee, jetzt ist. Oh, schade. Gut, aber das ist natürlich Cheaten. Okay, es ist kein Cheaten, aber das würde das Spiel viel zu einfach machen, wenn ich jetzt die ganzen Meisterbälle hätte. Deshalb machen wir das nicht. Ich wollte es nur kurz zeigen. Das ging ziemlich schnell, ich weiß. Und zwar werden wir jetzt den 7. Arena-Leiter machen. Ich habe, by the way, nicht trainiert. Ich dachte mir so, nee, ich bin jetzt faul. Ich mache das jetzt nicht. Ich kämpfe jetzt einfach so gegen den Arena-Leiter. Unseren letzten. Denn jetzt auf einmal ist er wieder da. Kann das so sein? Aber jetzt ist er wieder da. Haben wir mit ihm geredet? Nee, oder? Der Arena-Leiter von Vertania City ist zurück. Genau. Yay. Yeah. Hey, warte du, Champion in den Spiel. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Ja, Boden-Pokémon. Leitung Giovanni. Bisherige Sieger Gary war ich schon. Oh Mann. Oh man, das ist irgendwie so ein kleines Rätsel, Puzzle, Ding, irgendwas. Krass, kann aber. Och, ich kann nichts tragen. Du kannst gar nichts tragen. Ich habe auch unnötige Items gerade bei mir, das sehe ich gerade. Was macht X hier eigentlich? Ich hatte keinen Effekt. Okay, keine Ahnung. Was ist das für eine TM? Metronom, okay, das. Was ist das für eine TM? Solarstrahl. Ah, kann ich irgendwas wegschmeißen? Irgendeine. Ja, ich bin jetzt nicht vorbereitet gewesen mit meinem Inventar. Oder beim Beutel, ist mir jetzt auch egal. So, weg damit. So.
Ich nehme es mit. Beleber, das war's wert. Gut. Okay, der Bekämpfung. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Das Rätsel hier ist aber. Die Arena hier ist aber nicht sehr schwer. Ich würde auch. Ehrlich gesagt, gerne mit den anderen kämpfen. Mann, ich kann nicht mehr rennen! Das stresst mich gerade ein wenig. Okay, wie gesagt, er hat ziemlich starke Pokémon alle. Auf jeden Fall werde ich aber. Ich denke, ich werde nochmal, bevor ich die nächste Folge mache, trainieren. Das wäre ziemlich wichtig. Und zwar kämpfe ich nochmal gegen die ganzen Trainer am See. Ich habe den Halt verloren. Yeah. Da oben ist auch schon vorbei, aber ich will nochmal hier durchgehen. Und gerne campen. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Und dann werde ich auch privat die anderen nochmal trainieren, dass sie halt alle mindestens Level 45 sind, denke ich mal. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich sag euch, das wird ein Spaß. Okay, das ist da down. Ein Dickdreh. Das ist auch easy. Ja, mit Skröte ist man ja, also mit Turtok ist man ja eigentlich auch ziemlich gut aufgehoben. Mit Wasserattacke. Machen ist nämlich sehr effektiv, meistens. Und ja. Aber die wollen ja noch andere Pokémon, das werde ich gleich sehen. Mir gehen die Pokémon aus. Der nächste wäre auch mal. Kiai! Mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Okay. Kiai. Nie gehört. Ein Macholo. Auf Level 40 Macholo. Was sind Ewigstein drin oder was? Mein Gott. Wäre es shiny, würde ich es verstehen, aber es ist nicht shiny, also. Hau ab. Du bist schon der. Hau ab. So. Ein Marshorget hat aber mal Marshorget. Wetten, das ist voll unterlevelt. Nee, ist es sogar nicht. Krass. Ja, wenn wir das tauschen, kriegt man ein Macho mal raus. Yay. Yay, Level 46. Das wird uns ziemlich weit helfen. Denke ich mal. Meister für Zainio. Aber ich glaube, die sind alle nicht mal von D-Rocket. Die sind einfach nur Leute von der Arena. Die einfach so halt in der Arena sind halt. Selbst den Giovanni gar nicht kennt, kann das sein. Ein Rio. Ach kommt, ey, Leute. Ihr seid langweilig. Richtige Langweiler, komm. Die haben wir raus. Aquaknarre sollte schon reichen. Oder auch nicht. Doch, ich wollte schon sagen. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Yay. Dann muss es oben weitergehen, okay. Stimmt. Ah, genau, muss man nochmal rumgehen. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Okay. Mein Schicksal, dich zu besiegen und dir in Orden zu schnappen. Ja, das ist ein tolles Schicksal. Drei Pokémon. Och, Mashok, Mashok und Machomai. Wetten? Oder vielleicht noch ein Rihorn dazwischen? K.A. Komm, mach es einfach down, dann schaut es nicht mehr. Wetten, gleich geben wir noch die AP aus. Das wäre das ja. Ich weiß, ich kämpfe jetzt die ganze Zeit nur mit Turtok, aber das ist halt ziemlich gut mit Turtok zu kämpfen. Man kann auch das ganze Spiel einfach nur mit seinem Starter oder zum Beispiel mit Turtok. Ich habe es mal geschafft, das ganze Spiel einfach nur mit Turtok durchzuspielen. War zwar am Anfang sehr schwer, habe Hilfe von anderen Pokémon geboren, aber die Liga zum Beispiel, die kann man einfach mit Level 50 Turtok einfach reingehen und dann alle down. Aber ja, in den nächsten Folgen werden wir das Spiel auf jeden Fall schon abschließen können. Ich werde viele, nicht mehr als 5. Das kann ich euch sagen. Aber es gibt ja noch Bonus-Episoden, wo ich zum Beispiel die Sprites angucke und all das. Habe ich aber schon erwähnt. Habe ich jetzt nochmal erwähnt, weil warum nicht? Oh, wie langsam das ist. Oh, habe ich ganz vergessen. Ist richtig langsam hier, das Drehen. So, machen wir mal kurz Speed, weil ich noch Bock habe zu warten. Und das ist auch schon Giovanni.
können jetzt gegen den kämpfen. Würde ich auch sagen, machen wir auch. Guck mal kurz, ob mein Pokémon. Habe ich einen ganz normalen Trank? Nee, oder? Nee. Ich habe keine Tränke mehr, glaube ich. Egal, komm. Kämpfen wir! Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Und da kämpfen wir gegen unseren letzten Arena-Leiter. Giovanni, du. Mit 5 Pokémon. Der haut raus. Der will jetzt richtigen Kampf haben, ja? Der macht keine Späßchen mehr. Ich sag dir, der macht keine Späßchen. Aber ich auch nicht. Und daher ist Trigon jetzt down. Ein Dickti. Ach komm, der hat die gleichen Pokémon wie die anderen, oder was? Der hatte nochmal alle Pokémon in der Arena nur mit höherem Level. Wow, Volltreffer, krass. Oh nein, ich habe jetzt Angst, ich werde jetzt sterben. Oh nein, Hilfe. Ich finde die Triege sieht hier so ein bisschen klein aus. Ja, Level 47. Nice. Nidoqueen. Okay, jetzt habe ich ein wenig Angst, weil ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist sogar noch ein Nidoking. Das kann gut sein. Ich schlag mal hier Schillerwummel rauf. So, ach Kratzer, das würde ich nicht heben. Oh, ich habe mehr erwartet, Mann. So schwach ist er auch wieder nicht. Bis. Ja. Mega Block, was soll der Müll, Alter? Geh weg. Nein, da halte ich doch jetzt nicht, oder? Nein, kein. Oh, gerade noch. Okay, gerade noch so nice. Muss auch mal heilen, denke ich. Ja, ich wusste, der Nidoking. Welchen Level? Oh, boy. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Ein Hypertrank. Immerhin etwas, oh mein Gott. Mach ich kalt, Mann. Du bist kein Problem für mich, auch mit deinem Mega-Block. Kannst du mich nicht aufhalten? Ausgewichen. Okay. Wird dir eh nichts bringen, das sage ich dir, mein Freundchen. Komm, geh nicht down. Geh down. Nein. Hornattacke. Oh, jetzt nervt er mit Hornattacke. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Noch ein Pokémon hat er. Was hat er? Was hat er drauf? Rizeros. Nein! Rizeros! Fun Fact, Rizeros ist das erste Pokémon, was jemals gekriegt wurde. Level 50. Ich glaube, mein Schwein pfeift, Alter. Level freaking 50. Okay, es ist down. Zum Glück, Alter. Okay, Level 48, das habe ich mir aber auch verdient. Nice. Alle Orden. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. So, okay, sorry. 47, was? Geofis, wow. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich hab's vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. Aha. Okay, Leute, damit ist die Folge noch gar nicht zu Ende. Lol. Folgst du nicht mal zu Ende? Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch mal nach links und besiegen schon mal Gary. Den kann man entweder am Anfang des Spiels oder am Ende des Spiels, so wie jetzt, besiegen. Ich habe mich dazu entschlossen, den am Ende zu besiegen, wegen den Leveln. Das können wir am Ende gut gebrauchen. Und das machen wir dann auch. Erstmal heilen, dankeschön. Wir können gerne heilen. Yay, heil bitte, dankeschön. Nice. Gut. Dann möchte ich auch gerne Taubersfreunde haben. Vielleicht können wir auch in der Siegestraße leveln. Das wäre auch natürlich nice. Und bevor ich es vergesse, ich hoffe der Shop, bitte hat der Shop was, bitte hat der Shop Schutz und Heilung.
nicht. Okay, ich flieg noch mal kurz zurück zur Zinnoberinsel. Stimmt, haben die ja jetzt eigentlich auch. Haben die da jetzt eigentlich auch mein Fossil fertig? Ich guck mal kurz eben nach. Das haben wir nämlich auch noch da abgegeben. Das müssen wir mal nachgucken. Dann müsste das eigentlich schon fertig sein. So, du da, gib mir mal Items, zum Beispiel Hypertränke. Kannst mir ein paar verkaufen, mein Freundchen. Kann nichts mehr tragen. Ey, das Spiel ärgert mich immer wieder. Immer wieder ärgert mich das Spiel. Okay, wir werden, denke ich, Gabby aber noch besiegen in dieser Folge. In der nächsten Folge uns auf den Weg machen zur Siegestraße. Das Ende ist nah. Nach der Siegestraße sind wir, by the way, schon bei der Liga. Nur so. Was brauchen wir denn nicht? Eine Superangel brauchen wir nicht. Türöffner brauchen wir nicht. Die VM brauchen wir nicht. Den Fallsichtöffner brauchen wir nicht. Und das reicht jetzt. So, reicht fürs Erste. Okay. Ich weiß, ich verschwende gerade ein wenig Zeit für die Folge, aber ist mir jetzt egal. Okay. Einmal ein paar Hypertränke kaufen. Hä, ich habe aber noch voll viel Geld. Nein, komm. Hyperbälle brauchen wir jetzt. Moment, komm, ich kaufe mal ein paar. Warum nicht? Warum nicht? Wenn wir zwar noch nicht brauchen, will ich eigentlich für erst für YouTube benutzen, so. Aber ja, egal. Hypertränke sind immer nützlich. Topschutz können wir mal viermal kaufen, denke ich. Oder komm, wir kommen noch einmal. Nein, einmal kommen wir kaufen. Okay. Hyperheiler vielleicht dreimal oder so. Ist nicht, ist ziemlich nützlich. Okay, aber fürs Erste reicht es jetzt, denke ich mal. Komm. Wir wollen erst gegen Gary kämpfen. Nein, nicht Alabaster, ja. Vertania City, genau. Von dort auch noch links, haben wir ja gerade gesehen in der Karte. Ist in der Weg. Yay. Nicht hier runterspringen, nur jetzt hier hoch. So. Ach, stimmt, hier kann man Kopfnuss oder sowas bekommen. Aber das mal brauchen wir nicht. So. Ah, noch ein Pokémon, was Level 5 oder so ist. Ein Radfratz würde uns noch stören. Hallo Radfratz, willst du Hallo YouTube sagen? Hallo YouTube! Okay, das hat jetzt gehen. Okay. So, und nun, bevor ich kämpfe, möchte ich noch ganz kurz speichern. Speichern. Saves jetzt setzen. Yeah, und go. Was, Mike? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Hä, warum bist du denn zurückgegangen? Egal. Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Mike, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Okay. Er ist immer einen Schritt voraus. 6 Pokémon hat er sogar. Ein Tauboss, was ein Fake. Dieses Level! Holy! Komm, Relaxo, ich nehme mal Relaxo. Da hat ja jetzt Blizzard. Vielleicht bringt das was. Blizzard 5-mal nur, oha. Krass. Machen wir aber trotzdem. Blizzard! Wow, das macht richtig viel Schaden. Sehr effektiv. Dachte ich mir. Hab ich ja wie gesagt nicht so wirklich im Kopf alle Schwächen und Stärken. Aber nice, okay, Taubos haben wir down. Relaxo, hast du dir richtig bedient die Erfahrung. Rihorn. Mal kurz Ratsatze rausholen. Satze kann doch auch mit Rankenhieb raushauen, oder nicht? Ist doch auch sehr effektiv. Ja. Ja, ist es. Ja, Mann. Ja, Mann. Ha. Brauche ich keinen Skrull dafür. Garados, da können wir auch gleich bleiben. Versatze. War es jetzt sehr effektiv? Ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, na komm, komm, wir bleiben jetzt. Giftpuder. Wenn man jetzt vergiftet ist und immer wieder Schaden bekommt. Silberblick. Ach, geh mal weg mit deinem Blick, Alter. Also Standard ist eine sehr schwache Attacke, die werde ich nicht benutzen. Und ja, unser Pokémon werden wir in der Siegestraße bekommen. Habe ich gerade wirklich so viel Schaden genommen?
Uff, das ist nicht sehr gut. Oh, die Folge ist auch schon zu Ende. Was mache ich denn jetzt? Komm, Skröte, mach einfach fertig. Mach ihn fertig. Okay, Vergiftung. Schadet ihm. Biss, komm, beiß ihn. Ausgewichen, aber Vergiftung schadet ihn trotzdem. Und da ist er down. Okay, nice. Ein weiteres Down. Fukano. Ja, da bleibe ich erstmal. Und dieses kleine Fukano. Was später doch zum Arcani wird bestimmt. Oh, und da ist er einfach down. Easy. Nice. Oh, Simsala. Sander kann da raushauen. Sander kann da, glaube ich, raushauen. Was war das jetzt? Ein volles Pokémon? Ich weiß nicht genau. Ich hab mich nachgeguckt. Ah! Hier ist ja echt viel los heute in der Folge. Finde ich. Erdbeben. Mach Erdbeben. Genesung. Boah, das hat ja aber echt viel gebracht. Mach ihn down. Oh, Mann! Schlitz ihn kaputt! Nein! Oh, ich hätte wissen müssen, dass er Genesung macht. Oh. Aber mach einen Volltreffer, Schlitzer. Oh, nein! Mach ihn down! Oh nein, Psystrahl. Oh. Ich lebe noch. Aber ja, nicht mehr. Haha. Ja, Level 43 mit Sander. Das ist nice. Bisaflor. Okay, Lachse mit Blizzard. Okay, sorry. Ups. Das wollte ich gar nicht, was auch immer passiert ist. Blizzard! Gelaxe, du schaffst es! Nein, der Levelunterschied! Level 53! Was zur Hölle? Als ob. Mach ihn down, mach ihn doch down! Alter, nein! Kill ihn! Oh mein Gott, ich muss heilen. Ich wechsle mein Pokémon aus zu Skröte. Ich weiß, es ist dumm. Ups. Ich weiß, es ist dumm, aber trotzdem. Ich muss es versuchen. Nein! Okay, das war doch dumm. Trabos ist so underleveled, oder? Ich versuch's. Trabos. Oh, er überlebt. Okay, nice. Windstoß! Mach ihn down. Oder zumindest viel Schaden. Volltreffer war das nur? Das hat keine Wirkung. Windstoß. Mach ihn down. Taubos, komm schon. Thank God. Oh, ich hab's durch. Level 40 für Taubos. Das hab ich verdient. Yes. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Mike, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch dessen bewusst, dass jetzt die Folge, die ich sende, ist. Vielen Dank fürs Zuschauen der 40. Folge. Wir werden auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen endlich das Spiel durchmachen. Halleluja. Das am Ende wird es auch nochmal knapp in den Leveln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte eine positive Bewertung, das würde mich freuen. Kommentieren könnt ihr auch gerne. Abo da lassen, falls das erste Video von mir ist. Oder ihr einfach noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren. Nächstes Video vorher schauen, das wird vielleicht irgendwo verlinkt sein, falls es schon draußen ist. Ansonsten haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Pokémon Blau. Haut rein und ciao.